Hey, sehr unkundig, war hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Splatoon 3. Und wir befinden uns hier an der Stelle, wo wir schon einmal nicht hochgekommen sind. Aber ich habe dieses Ding hier jetzt gefunden. Und da befindet sich auch das letzte Level. Als auch die Möglichkeit, hier hinzukommen und das da einzusammeln. Hopp. Sehr schön. Eine neue Schriftrolle. Operation Mini-Mietsrichter. Verhalten der Beute. Analyse der Fellqualität der Beute ergibt perfektes Fell. Ich drücke stattdessen ein bisschen die süßen Knubbel an seinen Pfoten. Wer würde das nicht tun? Okay, uns fehlt nur noch eine Schriftrolle. Sehr nice. So, jetzt werden wir uns aber... Erstmal um das letzte Level hier kümmern. Ein Turm taucht ab, erreicht das Ziel und zwar schnell. Ach, schon wieder was auf Zeit, auf Druck. Ach, ich mag es nicht, unter Druck zu stehen. Okay, dann gehen wir mal... Komm, wir machen es uns richtig schwer mit der Splatling. Die reicht soweit, alles klar. Okay, das ist ein Rundkurs, den wir hier haben, alles klar. Komm schon. Okay. Für den anderen dürfte das deutlich einfacher werden. Okay, das Level haben wir auch geschafft. Zu 100%. Das Level haben wir nicht zu 100% geschafft. Quatsch. Wir haben die Station fast zu 100%. Auf jeden Fall alle Level. Freigeschaltet. Hier würde sich jetzt noch ein Geheimnis befinden und wie ich dahin kommen soll. Wahrscheinlich durch Dingens. Gucke ich mal kurz. Da dürfte sich... Wo befindet sich das denn? Das ist dann hier. Nee. Doch, ist hier. Ah, jetzt kann ich die Ballonsache, genau. Wenn das hier mal freigeschaltet werden würde. Es war nicht freigeschaltet. Warum auch immer. Okay, machen wir. Ich erwarte, dass da gleich irgendwie 5 Ballons oder so irgendwo auftauchen auf einer Schiene. Oh.
fast verfehlt. Für den Moment ist das nicht sonderlich schwer. Das verwirrt mich. Ha! Okay, komm her. Und damit haben wir die letzte Schriftrolle. Name des Seals Adorada. Nishio Oranda. Deckname. Distrikt Splatsville. 33. Poison Rue. Deckname Rue de 196. Chateau Beton. Ranchi Yu. Deckname Welsfels. Region Südströmen. Distrikt. Die Namen. Okay, haben wir da irgendwie was jetzt Besonderes? Nein, aber wir haben alle Schriftrollen. Yay! Sehr schön. Gut. Dann können wir doch eigentlich Karte. Ne, hier in diesem Gebiet soll es ja noch was geben. Fragt sich nur, wo genau. Und da unser kleiner Freund ja also Probleme hat, anzuspringen auf verschiedenste Sachen, ich habe da ja schon meine Erfahrungen mit. Ich werde jetzt einfach nur mal so kurz gucken, ob ich vielleicht irgendwas finde, aber nein, ich glaube eher nicht. Na gut, dann werden wir mal, ups, zum Anfang zurückspringen. Sektor 1. Das sollte hier sein, glaube ich. Ich habe jetzt keine Lust, in der Aufnahme selber da stundenlang nachzusuchen, wo das ist. Das werde ich off-cam machen. So. Aber klaro. Ach so, sag mal, ist bei deiner Heldenausrüstung auch alles so, wie du es haben möchtest? Jawohl, alles bereit. Ich glaube, Captain, ist das jetzt das allerletzte Mal, dass gefragt wird? Bist du echt total super mega sicher? Herrje, ja, ich bin sicher. Nummer 3. Opa muss da drüben sein. Aber diese ganze Flauschplasma ist im Weg. Das kriegt nicht mal dein Salami weggefuttert. Salmini, nicht Salami. Vielleicht sollten wir mal dieses Zeug zusammenbauen. Was soll schon schief gehen? Oh, gute Idee, Lim. Ich meine Nummer 2. Worauf warten wir dann noch? Probieren wir es aus. Oh, schillernder Schatz, vereine dich. Wow. Damit sollte das Flauschpasswort kein Problem mehr sein. Was ist das? Auf geht's, Captain! Was ist das? So glatt! Mit dem wegrasierten Zeug möchte man doch direkt sein Kissen ausstopfen. Das wäre geschafft! Ha, glatte Sache. Retten wir Opa. Okay. Jetzt ist es direkt zu einem Kampf oder ist das noch eine Welt? Es ist anscheinend noch eine Welt. Captain, alles okay? Du kannst nicht weiter? Hast du dir einen Tentakel verstaucht? Wir werden dich nicht enttäuschen. Wir bringen es für dich zu Ende. Na los, Nummer 3. Wir sehen zu, dass... Nicht so schnell! Genau, da sind wir wieder. Dachtet ihr etwa, wir sind jetzt zahm und friedlich? Nie und nimmer. Höchstens schlimmer. Aufgeben ist ein Zeichen der Schwäche. Und Schwäche kennen wir aus dem Wörterbuch. Letzte Chance, Clownfische. Lass den Schatz rüberwachsen. Sonst gibt's Saures vom Tsurimi Syndicate.
Oh, genau, saures Surimi. Welcher Schatz denn? Ach, das olle Ding hier. Brauchen wir nicht mehr. Könnte man wegen haben. Ihr braucht den Schatz nicht. Den Schatz? Aber, es ist doch ein Schatz. Wer braucht denn bitte keine Schätze? Wie schon gesagt, wer gehört euch? Das muss ein Trick sein. Die wollen uns den Schatz einfach so schenken? Nach all das knallharte Kämpfen und den vollen Tinten und vielen Tinten vergießen und so? Ach, was soll's. Genug Kopfkino. Danke, ihr seid klasse. So voll großartig und so. Da fühlt man sich glatt. Wie hieß das doch mal? Schuldig, genau. Weil ihr derart nett und prima seid. Allerdings, sag doch mal, willst du nicht vielleicht unser neuer Boss sein? Na, klasse, ein neuer Boss für uns. Dann kriege ich sicher eine Gehaltserhöhung. Limone als Gangsterboss? Jetzt hast du deine eigenen Gangsterschargen. Na dann viel Spaß. Ach nö, ich sehe mich schon Stundenzettel ausfüllen. Dreifache Ausfertigung. Nun hat Limone also ihre eigene Gang. Ich kann nicht glauben, dass die so nett sind. Außerdem kommen sie mir auch total bekannt vor. Ja. Die Octo-Sisters, Squid-Sisters, die sind schon nett. Ich kann nicht aufhören, an Opa zu denken. So ganz allein da draußen. Wir müssen weiter. Du bist unsere einzige Hoffnung, Nummer 3. Also, wir sind ja noch hier. Ah, ich vergesse. Ihr redet mir zu schnell. Da müssen wir hoch. Okay, ich wittere eine neue Welt auf uns zukommen. Ja, das erinnert mich super stark an Octa Expansion. Raumfahrtzentrum, Alterneingang, bewahre Ruhe, beobachte, lerne. Okay, Mr. Miyagi. Warum dürfe ich jetzt meine Heldenausrüstung nicht benutzen, Mr. Miyagi? Hilfe, beim Heldenausrüstung, alles weg! Hätten wir vielleicht nicht blindlings durchlaufen sollen. Nimmt man Falle, Mädels. Reingerannt, abgebrannt. Oh, die Ausrüstung ist ganz hinten am Ende. Was ist nur hinschaffen? Kriegst du das hin, Nummer 3? Dein Salmini geht dir ja zur Hand, oder? Naja, wuselt. Bitte? Ausrüstungslos da rein? Na, dafür muss man schon ausgefuchst sein, wie Nummer 3. Ja, okay. Ich denke mal, ja. Das hab ich mir irgendwo gedacht. Komm mal mit hier. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da, du Idiot. Zack. Und next. Komm doch nicht hier hoch. Komm mal her. Shit. Ich muss irgendwie hinter ihn kommen. So, jetzt aber. Das war's für dich. Gott. Das ist wirklich wie im Dingens. Oh. Kannst du mir mal verraten, wie ich da durchkommen soll? Komm da, hä? Ich will meine Waffe haben. Warten wir einfach mal. Mal gucken, wie er sich bewegt. Ist das jetzt ein Witz?
Das ist jetzt ein schlechter Witz. Nein, das hat mir jetzt hat sich wenig geholfen. Aber schön, dass ich das Ding jetzt auch sehe. Okay, ich glaube. Da scheint ein Schalter zu sein. Ich habe gedacht, vielleicht hier durchrennen. Mach ich einfach. Ich renne da durch. Und nehme diesen Treffer an. So. So, gut. Komm her, Surimi. Ihn kann ich auch da durchwerfen. Okay. Dann funktioniert das eventuell auch ohne, dass ich Schaden nehmen muss. Und zwar so. Irgendwas ist passiert. Ich habe nur keine Ahnung, was. Einen Schalter gedrückt. Na, ich renne da gleich durch, wenn er mir wieder entgegenkommt. So. Ach, das ist nur ein Aufzug. Okay, das hätte mir also gar nichts gebracht. Alles klar, gut zu wissen. Dann war das so gewollt? Ja, ist das dumm. Zwei Container. Irgendwas hier, was mir helfen könnte? Nein. Aber ein Mittelpunkt. Okay. Surimi. Da ist der Schlüssel. Du riechst was. Was riechst du denn? Down here. Runter hier. Na komm. Mach kaputt das Ding. So, eine Kiste wenigstens. Na, etwas. Oh, hi. So, geh du kaputt. Einmal bitte. Dann habe ich mit dir später kein Problem mehr. Letzter Checkpoint. Okay, wir haben den Schlüssel. Huiuiui. Und was haben wir hier? Einfach nur einen geraden Weg. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Du hättest dich ja auch mal schneller bewegen können. Na komm. Oh, das funktioniert ja richtig gut gerade. Da muss ich noch weiter. Da muss ich noch weiter durch. Ich habe mich jetzt so geärgert, wenn der Schlüssel daneben gegangen wäre. Da warten wir jetzt erstmal kurz eine Runde.
Schleunt dann die Gegner so work. Spitzenplan, Marco. Komm, komm, komm. Danke. So, die Kiste kannst du ja auch noch kaputt machen, ne? Sehr gut. So. Dann möchte ich hier einmal hoch und dann müssen wir uns auf den draufstellen. Na komm, komm, komm. Put, 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 put. Ich weiß, dass du das kannst. Komm. Feiner Junge. So, da haben wir dann auch den nächsten Schlüssel. Jetzt wäre ich da fast zu weit gesprungen. Gut, gib mir einmal das. Aktiviere ich zuerst mal das hier. Ah, okay. Bleib mal kurz da drauf. So, jetzt kannst du zu mir kommen. Oh, yes. Nice. So, okay. Die sind erledigt. Jetzt warten wir mal kurz, bis sich unsere Rüstung regeneriert. Danke. Und hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Sehr schön. Schlüssel, komm her. Und ich will mal kurz die Zeit checken. 21 Minuten. Okay, dann würde ich mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Splatoon 3. Wir machen dann am nächsten Mal weiter, beim nächsten Mal weiter, wir weiter infiltrieren und so. Das, ja, ciao.